Silvester. Erste Silvester mit Bernadette. Wir feiern seit Jahren Silvester zusammen. Erste Silvester mit Bernadette. Dann kommen die hier an mit einem halben Umzugswagen. Ist ja irre, was die anschleppen. Alles. Haben alles angeschleppt. Allergeilste war Babybett. Sag ich, was ist das denn? Sagt Babsi, ja, weißt du, wenn Bernadette gleich müde wird, dann können wir die hinlegen. Sag Babsi, vielleicht hat man dir vergessen zu sagen, aber seit 3 Tagen schlafen wir nicht mehr auf Beton. Leg sie doch zu uns ins Bett, ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben ja so ein großes Bett, leg sie in die Mitte, machst die Bettdecken drumherum, kann sie nicht rausfallen und wenn sie rausfällt, hebst du sie wieder auf. Wo ist das Problem? Hä? Was soll das? Fragt mal eure Eltern. Jeder von euch ist schon mal rausgefallen. Jeder. Ich habe meine Mutter gefragt. Sagt, ja, Winkeltisch. Haha, war lustig. Nein. Sagt die, bist du verrückt? Du kannst sie doch nicht auf dem Erwachsenenbett liegen. Ich sage, warum das denn nicht? Wusste ich nicht. Das wäre ja grob fahrlässig. Du kannst doch ein Kind nicht mehr auf ein Erwachsenenbett legen. Die Matratze ist doch gar nicht geeignet. Du brauchst heute eine quer- und längs belüftete Matratze. Verstehst du das? Quer- und längs mit Träumeland, Biobaumwolle, verstehst du? Atmungsaktiv. Die müssen quer- und längs. Wo haben unsere Eltern uns hingelegt, Silvester? Wo haben sie uns hingelegt? In der Kneipe, auf 2 Stühle, haben sie uns an eine Wand geschoben. Könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch erinnern, Hannover? Könnt ihr euch erinnern? So war's. Und im Hintergrund lief ganz laute Musik. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Der besoffene Onkel kam mit der Zigarette ganz dicht an mich ran. Da ist sie ja, die Prinzessin. Teilweise hatte die ins Ohr gearscht. Nein, darfst du nicht mal machen. Und das Allergeilste war kurz vor 0 Uhr. Da kam die zu mir und sagt, Mario, du weißt ja, Bernadette ist sehr, sehr empfindlich. Wenn ihr gleich knallen geht, ja, dass er das vielleicht ein bisschen leiser macht. Ihr habt's gehört, Babsi ist auch da. Ja. Ich freue mich ja, wenn einer so Spaß hat. Aber so war das. Und was antwortest du da? Was antwortest du da? Hab ich, da ich stand da und hab gesagt, nee. Ja, ich sag, nee, leise. Wolltest du leise, dass wir leise knallen? Ich sag, okay, dann pass auf. Mach ich. Ich sage, geh kurz in den Garten. Geh kurz in den Garten. Buddel ein Loch. Werf alle Knaller und Raketen drin. Und kurz vor 0 Uhr werf in die Fackel rein, Erde drauf. Und dann hören wir alle ganz leise nur. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass man mit der noch nie feiern konnte. Mit Babsi hatten wir die geilsten Silvesterpartys. Versteht ihr nicht falsch? Das waren die geilsten Partys für uns. Für sie weiß ich nicht, aber ich weiß noch, 4 Jahre her ist das die beste Party überhaupt. Mein bester Freund kam schon mit so 2 so fetten Tüten von Ikea. Kennt ihr diese blauen Tüten? Voll mit Chips und Flips. Und ich sag, Mann, bring mir nicht mal so eine Scheiße mit. Und er ganz trocken, alles klar, nächstes Jahr ohne Babsi. Hab ich versagt. Fing schon geil an. Kann man machen, muss man nicht. Und der hat einen Spruch nach dem anderen gekriegt. Dann ging es um Fondue. Wir machen jedes Jahr Fondue. Jedes Jahr Silvester Fondue. Und jedes Jahr die gleiche Frage, Brühe oder Fett? Verstehe die Frage nicht. Brühe oder Fett? Meine Freundin immer, Brühe oder Fett? Ich sag, was willst du von mir? Wir machen Fondue. Sagt sie, ja, Brühe oder Fett? Ich sag, Fondue. Wir machen Fondue. Fondue, Fett. Sonst ist es ja Pondue. Pondue, Brühe, Fondue, Fett. Was willst du? Nein, das kann man auch mit Brühe machen. Ich sage, okay, wir leben in der Demokratie. Wir können ja jeden fragen. Alle meine Freunde. Fett, fett. Fett, fett, fett. Fett, fett. Fett, fett. Fett, fett, fett. Fett, fett. Mein bester Freund, ich liebe Fett. Und Babsi, seit wann das denn? Und er ganz trocken, seit ich mit dir zusammen bin. Und er meinte es noch nicht mal böse.
Er wollte ihr damit sagen, dass seit die zusammen sind, zählen die inneren Werte, aber so weit kam er nicht. Laune war im Keller, irgendwann war 0 Uhr, damals durfte man noch laut knallen. Wir Männer machen das ja gerne, verstehen ja viele Frauen nicht. Wir Männer knallen ja gerne. Das ist ja, wir binden ja 2000 Böller zusammen. Wir sprengen ja Briefkästen in Luft, bis wir raffen, dass es unserer war. Weg, weg. Bis morgens um 6 stehen Männer draußen, zünden die Böller einzeln an. Pff, 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 pff. Frauen, eine Rakete. Ich geh rein, mir ist kalt. Was soll das? So, pass auf. Und dann, kurz vor 6 Uhr, bevor wir schlafen gegangen sind, haben wir Bleigießen gemacht. Bleigießen kann ich jedem nur empfehlen. Es ist ja verboten worden. Bleigießen, ihr habt es mitbekommen. Es ist schwergefährlich. Bleigießen ist schwergefährlich. Darum ist es verboten worden, weil es sehr gefährlich ist. Nein, es ist oft viele Leute, ihr werdet, wenn ihr jetzt zurückerinnert, auch bei mir, viele Menschen sind zu Silvester plötzlich tot umgefallen und wir haben uns alle gefragt, warum? Was ist Alkohol? Was ist das Fondue? Das war das Bleigießen. Das war Tausende von Menschen sind am Bleigießen einfach verstorben. Teilweise Jahre später. Mit 92 umgefallen, was war los? Bleigießen. Er hat als Jugendlicher, hätte er damals mal nicht Bleigießen gemacht, jetzt ist er tot. Ja. So, jetzt hat man ja Bleigießen verboten, aber ich kann das jedem nur empfehlen, macht Bleigießen, weil Bleigießen ist für unsere Gesellschaft total wichtig. Warum, erkläre ich euch, gerade in einer zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Weil beim Bleigießen sieht man es nicht deutlicher wie sonst irgendwo. Beim Bleigießen siehst du den Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung. Besser geht es nicht. Wenn du als Mann ein Bleigießen machst, was machst du dann? Was kommt bei raus? Was kommt bei raus? Klumpen oder Tropfen? Mehr gibt's doch nicht. Es gibt ein Klumpen oder ein Tropfen. Auf der Pappe steht Fahrrad. Welcher Mann hat schon mal ein Fahrrad gegossen? Keine Sau hat schon mal ein Fahrrad gegossen. Es gibt ein Klumpen oder ein Tropfen. Und alle Männer akzeptieren das. Ich war dran, pff, ein Klumpen. Meine Freunde, yeah! Alle Klumpen, Tropfen, Tropfen, Klumpen, Klumpen, Tropfen, Klumpen, Tropfen. Jetzt war meine Freundin dran. Meine Freundin ist sehr speziell. Ich liebe sie. Sie ist sehr speziell. Sie hält den Löffel mit dem Blei über die Kerze. Blei ist flüssig. Sie hält den Löffel weiter über die Kerze. Blei ist flüssig. Sie hält den Löffel weiter über die Kerze. Das Blei ist flüssig. Ich sage, Schatz, der Aggregatzustand ist erreicht. Es gibt nur fest, flüssig und gasförmig. Wenn du aus dem Blei ein Gas machen willst, brauchst du nahezu 6000 Grad. Das schaffst du mit der Kerze nicht. Dafür geh in dein Badezimmer, mach das Licht an. Mann! Ich wollte ins Bett. Ich sag mal hin, es sieht gleich, wird noch flüssiger. Ich sag, das gibt's nicht. Es gibt nicht flüssig, flüssiger am flüssigsten. Für eine Frau, doch. Ich denke, okay, irgendwann war es ihr flüssig genug. Wir haben so einen Wasserbottich auf dem Tisch. Sie pff, holt das raus. Ein Segelboot. Ich sag, das ist ein Tropfen. Sagt sie, nein, ein Segelboot. Babsi, guck auf die Pappe. Für was steht Segelboot? Babsi guckt drauf und sagt, für Urlaub. Meine Freundin sagt, ja, ja, ich sehe die Malediven. Ich sehe den 19. März. Ich sag, hast du einen Kalender gegossen? Und wir müssen das ja machen. Traditionell in unserer Familie, was gegossen wird, müssen wir machen. So, ich denke, okay, machen wir Urlaub mit dem Boot. Warum auch nicht? So, alle anderen Frauen waren dran. Ganz zum Schluss kam Babsi. Babsi ist noch ein Zacken schärfer. Sobald Babsi redet, bewegt die sich. Sie, bin ich ja gespannt, was es wird. Letztes Jahr hatte ich ein Einhorn. Ich denke, nein, sie hat den Klumpen. Und pass auf, eins muss ich nur sagen. Ich mag Babsi gar nicht. Null. Find die total blöd. Ist auch erlaubt. Man darf Menschen nicht mögen. Man muss es ihnen nicht jeden Tag sagen, aber es ist erlaubt. Aber kennst du das, wenn du einen Menschen nicht magst und plötzlich baust du Sympathie auf? Die tat mir so leid. Die hat so viel Sprüche an ihrem Abend reinstecken, wirklich. Und die war trotzdem am Ende gut drauf. Großer Respekt, muss ich echt sagen. Pass auf, warte. Jetzt war die dran mit Bleigießen. Und man denkt, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Er hat doch schon alles gesagt. Sie, Blei ist flüssig genug. Und sie hat sich gefreut wie ein Kind. Das siehst du bei Menschen. Das hast du in den Augen gesehen. Sie hat sich gefreut wie ein Kind. Sie. Oh. Irgendwann war es flüssig genug. Sie in das Wasser. Pff, holte draus, hat Tränen in den Augen.
Sie hat Tränen in den Augen, guckt meinen besten Freund an und sagt, Schatz, Schatz, das sind Eheringe. Mein bester Freund nimmt das aus der Hand und sagt ganz trocken, nein, das sind Handschellen. Dankeschön.